So, und damit geht's weiter auf unserem Planeten. Hat einen Namen eigentlich? Mars, glaube ich, oder? Ich glaube, es ist Mars. Genau, geht weiter mit Planet Crafter. Und ich bin echt ein bisschen hyped. Ich habe mich ein bisschen spoilen lassen, ehrlich gesagt. Ich habe mir die Errungenschaften durchgelesen und ich dachte mir immer so, dieses Erschaffen im blauen Himmel ist halt schon so, ja, okay, dann hast du es geschafft. Aber, ich bin so falsch, ich lag so falsch. Was es noch alles gibt von Wasser und Meerwasser und Meere und Insekten und, boah, da gibt es noch so viel. Da gibt es noch so viel, das ist Wahnsinn. Okay, also, wir brauchen auf alle Fälle Iridium, das ist echt ein großes Ding. Warum habe ich hier. Achso, ja, genau. Das ist noch ein großes Problem aktuell. Unser Inventar ist voll. Warum? Hat das irgendeinen Grund? Warum willst du das looten? Wait, wir haben zwar Iridium. Warum? Alu? Haben wir? Haben wir Alu? Ah, scheitert am Alu, oder? Das ist unlucky. Haben wir noch Eis irgendwo? Ich habe auch kein Eis rumliegen. Das ist halt einfach super. Ich farm noch schnell ein bisschen Eis, würde ich sagen. Genau, und dann, da war mal schnell halt einfach ein bisschen was, damit man halt, ich sag jetzt mal, das Zeug loskriegen einfach. Und ja. That's the plan. That's the plan. So, einmal so. Ich habe 2 Stunden Sport gemacht. Holy fuck. Aber es ist im Winter, im Sommer so schwierig teilweise. Dann, wenn es einfach so warm ist, man hat halt einfach keine Lust und ist aber auch nicht so toll irgendwie. Einfach. Nahrung. Ah, Nahrungszüchter. Ich bin mir sicher, das können wir auch schon craften. Wait, können wir jetzt was gar nicht hier reinstecken? Ah, oh, okay. Ja gut, Ein bisschen unlucky. Titan bräuchte man zweimal, hätten wir zweimal. Ich weiß nicht, ob man Titan jetzt dafür ausgeben soll. Ich glaube, man kann das einigermaßen gut überfarmen. Deswegen machen wir noch einen Bohrer. Und genau, dann beschleunigen wir das Ganze nochmal. Ich muss ein bisschen. Oh. Beschleunigen oder entschleunigen? Das ist die Frage. Hier 2 können wir uns aktuell nicht leisten. Müssen wir schauen, wo wir Alu herkriegen. Alu ist nämlich echt ein bisschen ein Problem. Na komm. Ah, Blöd, okay. So. Dann haben wir alles, oder? Sauerstoff, 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 genau. Ressourcen noch ein bisschen was verbraucht. Wohnmodulglas, okay. Können wir. Kommunikationseinheit, okay. Nahrungszeug. Braucht man auch wieder Alu. Holy shit. Bildschirmübertragungen. Aha. Okay. Machbar. Das ist echt machbar. Nahrungszüchter, Alu, genau. Das machen wir zuerst. Dann brauchen wir noch eine Alu für die Heizung. Dann brauchen wir auch noch wieder Titan. Auch blöd. Okay. Gehen wir mal in die Richtung da oben. Also erstmal so quasi da. Mit einer leichten Linkskurve dann. Zu Titan. Oh. Oh. Häufiger als gedacht vielleicht. Ich glaube, Alu kann man halt nur looten, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich habe den Verdacht irgendwie. Also, ich weiß nicht, kommt Alu als Erz vor? Ne, Alu ist doch eigentlich ein. Eine Mischung aus mehreren Metallen, oder? Oh Gott. Doppelbett? Oha, jetzt geht's aber los. Aber positiv ist zumindest, dass wir jetzt halt hier nicht waren. Das sind wahrscheinlich bestimmt Kisten. Hoffentlich auch goldene Kisten oder so.
ein bisschen Glück haben, dann kriegen wir hier was. Ja, die Fläche ist so groß, so weit. Großräumig? Großflächig? Weitflächig? Nee. Wie sagt man? Na, ihr wisst schon, was ich meine. Silizium? Nicht ganz. Okay, also Biome gibt es definitiv. Ich dachte am Anfang so, ja, das ist halt irgendwie so. Schaut so aus, als wäre es ein Biom, aber nee, es gibt wirklich Biome. Hochinteressant. Wenn ich jetzt halt wüsste, ob die Map generiert ist oder gebaut wurde, dann bei gebauten Maps muss man ein bisschen genauer hinschauen, wo vielleicht irgendwelche. Oh, es wird dunkler, lol. Was ist das hier? Alu! Oh lol, hier ist alles ganz anders. Eisen, wow, okay. Interessant, Titan. Lol, hier ist es ja. Warum ist es so? Habe ich irgendwie die Grafikeinstellung? Maximum. Okay, naja. Kobalt. Alu, let's go. Brauch auf einmal ein bisschen mehr Alu. Da ist noch eine Kiste. Und hier ist nochmal Alu, oder? Oh, das ist Alubium. Shit, wir sind voll. Perfekt. Und da ist nämlich eh gerade zu voll. Komm, schauen wir da mal rein. Alu. Perfekt. Mikrochip-Bauplan. Nimmt man mit. Was denn hier noch, lol? Ist das ein. Nee, okay. Was hier alles rumliegt. Shit, da müssen zurück. Wir müssen dringend zurück. Und die ganze Wüste oder was? Was ist das da? Ich bin immer gespannt, wenn es dann Wasser gibt, wo dieses Wasser dann hin, also sich ausbreiten wird. Dann, also, ich meine, hier wäre wahrscheinlich dann schon mal alles voll mit Wasser. Das. Oh nee, jetzt ist noch eine Kiste da. Oh no, 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 no. Okay, jetzt müssen wir kurz mal überlegen. Silizium kann weg. Magnesium kann eigentlich auch weg, oder? Oh nein, noch mehr so viel geiles Stuff. Kobalt gibt es auch nicht so mehr. Magnesium auch. Das andere ist, glaube ich, relativ gut. Eisen kann nochmal weg. Nee, warte mal, das nicht. Warte, warum? Bin ich nicht blöd oder was? Ich kann es doch einfach hier reinlegen. Oh Mann. Das nehmen wir noch mit. Genau, sonst. Ja, das passt erstmal. Okay. Na gut. Was ist der Himmel? Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Waypoints also gibt. Also ich denke, mit dieser Antenne kann man vielleicht auch irgendwie, weiß nicht, irgendwas empfangen. Auf Sendung gehen oder so. Keine Ahnung. Livestreamen. Nee, aber ich vermute halt mal. Oh, oh, unser Wasser. Dass man damit halt vielleicht irgendwie eine Map oder so hat. Weil anders geht's halt. Oh nee, da ist eine goldene Kiste drunter. Warum denn? Ist die golden oder ist die blau? Nee, die ist golden. Scheiße. Uran? Was? Scheiße. Wait. Okay, müssen wir uns auf alle Fälle merken. Ist nicht schwer zu merken. Ja, hochinteressant auf alle Fälle. Also, mir gefällt dieses Spiel und so ein bisschen dieses Entdecken und so echt ziemlich gut. Und ich muss auch sagen, also für die, die es gerade nicht wissen, ich entwickle momentan ein eigenes Spiel. Ich gebe mir zumindest mein Bestes, dass es irgendwie in die Richtung geht. Um es mal ganz vage zu halten. Was ist das hier? Ist das auch Alu? Nee. Und ich muss sagen, dass mich solche Adventure-Spiele, also, ist es kein Adventure, oder ist es ein Adventure-Spiel? Gewissermaßen schon, oder? Dass mich sowas halt echt ein bisschen inspiriert, auch sowas Ähnliches, in eine ähnliche Richtung zu gehen. Wobei man natürlich dazu sagen muss, ich habe halt so viele Möglichkeiten, so viele Pläne und so viele Spielideen. Ja. Es ist halt schwierig, dass man da irgendwie sich auf eins festlegt, weil ich meine, ein Spiel entwickelt man wirklich ein, zwei Jahre lang. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen krass. So, ich brauche
brauche jetzt dringend. Ah, scheiße. Ich brauche schnell ein Eis. Oh, ein Eis wäre jetzt auch geil. Also ein Real-Life-Eis. Dass ich mir das nicht im Inventar craften kann, ist echt ein bisschen blöd. So. Okay. Jetzt geht's richtig los. Was wollen wir nochmal craften? Einen Nahrungszüchter, oder? Genau. Brauchen wir schnell einen als mir. Bin mal gespannt, was da alles denn gibt. Ich bin wahrscheinlich fühlt sich halt nur diese Leiste auf, aber. Wäre schön, wenn es ein bisschen mehr Stuff dadurch gäbe oder so. So, Nahrungszüchter. Achso, warte mal. Den bauen wir am besten mal irgendwie hier hin. Ist gerade Strom ausgegangen? Craft your first food grower, steht ja gerade. Shit. 100%? Okay, interessant. Oberschienen. Die haben keinen Strom. Die haben, glaube ich, wirklich keinen Strom mehr, oder? Shit. Ja, wir machen den besseren. Zwei Kobalt, ein Magnesium. Magnesium, zwei Kobalt. Okay, naja, das ist ja machbar. Wait, what the fuck? Ist das riesig? Ach man. Ich glaube, ich stelle das Ding halt einfach mal hier irgendwo hin. Keine Sonne, wow. So muss ich hin. Das Ding ist echt fett. So. Passiert was? 31%. Okay. Öffne Nahrungszüchter. Mhm. Ich bin mal gespannt, wo es dann landet, das Essen. Wird interessant. Naja. Zwei. Hä? Warte mal, ist das auch ohne Strom gewachsen? Ich bin verwirrt. So, dann haben wir noch unser Wärmeding hier. 1, nee, wo haben wir unseren Fortschritt? Ich hab's vergessen. Da. Ja, da brauchen wir auf alle Fälle ein bisschen mehr. Ah, bauen wir vielleicht erstmal dieses Satellitenschüssel dafür. Oder was brauchst du nochmal? Iridium, Eisen. Eisen. Okay. Okay, ich glaube, wir bauen einfach nach draußen. Oder? Ach, man kann nur innen bauen. Uff. Brauch mehr Eisen. Naja, bauen wir es eben dahin. Naja, ein bisschen größer langsam das Ganze. Okay, die Wärme. 4,5. Der bringt 0,3. Oh ja. Ja, das macht das einiges, ja, okay. Wie schaut es ansonsten mit den restlichen Fortschritten aus? Wir haben jetzt da oben im Terraforming. Oh, wait, das ist schon die. Achso, nächste Seite, genau. Hier haben wir. Sauerstoff läuft eigentlich auch ziemlich gut. Pflanzenröhrestufe 3 haben wir bald, okay. Hä? Ah, lol, okay. Luftdruck läuft auch sehr gut, das ist. Ne, ist nicht mal KI. KRTI. Okay. Ja, gut, das machen wir mal kurz. 15 Energie pro Sekunde. Silizium und Eisen. Silizium haben wir. Eisen nicht, super. Irgendwas verändert sich, oder? Wait. Das ist nicht gut. Es ist sehr hell.
Also das ist ungewohnt, hatten wir bisher noch nie. Ich hoffe, das hat jetzt eben keine negativen Auswirkungen. Ich bin sicher, wir werden gleich vom Gegenteil überzeugt werden. Klingt ein Sturm oder so, keine Ahnung. Bildschirmfortschritt, okay. Was braucht der? Oh Gott, der ist so teuer. Oh, das ist geil. Das Ding bauen wir safe aufs Dach auf. Terraforming Index, der geht auch ab wie Sau. Ziemlich nice. Oh, holy shit. Nein, keine Energie mehr. Kobalt brauchen wir. Lol. Hä? Nee, ich sterb nicht. Ist schon einfach Nacht, oder? Ist es einfach nur Nacht? Kobalt. Eisen nehmen wir auch mit. Hier ist doch Kobalt, oder? Genau. Ich weiß, wir haben schon genug, aber. Ja, ein bisschen mehr vielleicht. Was brauchen wir noch? Magnesium, City. Oh Gott, können wir nicht alles merken. Eisen braucht man immer, das ist wie Minecraft. Geht zum Hammer, ich zwar genug, aber. Scheiß drauf. Oh oh, jetzt geht die Luft aus. Mal Strom. Not even close. 44%, okay. Oha, die Wärme geht ziemlich gut voran. Oha. So, Bildschirm. Ja, wo ist er? Hier Übertragungen. Silizium und Magnesium. Haben wir das? Silizium ja, Magnesium nein, super. Da bin ich mal gespannt, was da alles so bei rumkommt. Also ich hoffe wirklich, dass es irgendwie eine Map oder so gibt. Was brauchen wir nochmal? Magnesium, okay. Da hinten ist Magnesium. Das Spiel macht irgendwie so viel Spaß, ich weiß nicht warum. Es ist so... Also ist halt eigentlich ein Spielprinzip, welches so simpel ist, aber es ist halt einfach, also allein, dass man halt irgendwie schon quasi selbst so viel ausrichten kann und vor allem auch noch im Singleplayer, ohne irgendwie nervigen Multiplayer oder so, macht das Spiel halt wirklich schon interessant. Also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich finde es schon cool. Oh shit, wir haben ja keinen Platz mehr. Ich weiß immer noch nicht, wie man Sachen abbauen kann. So, dies ist eine automatische Nachricht. Oh Gott, ist das lang. Ja, 3058, okay. Gut, das lesen wir uns später, das nächste Mal durch. Hier haben wir dann effektiv, weil man richtig Fortschritt macht. Bildschirmfortschritt. Ah, das will ich noch definitiv machen. Das haben wir auch zum Glück. Dann sehen wir nämlich auch. Wow. Okay. Unfruchtbar zu blauer Himmel. Nice. Das finde ich geil. Richtig geil. Okay, jetzt sind wir uns. Jetzt sind wir schon fast leer, genau. Perfekt. Und hier wächst diese Gurke. Naja. Okay, in dem Sinne danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.